Aber du hast auch noch ein Ohr in Schalke, oder? Ja, auf jeden Fall. Da schaue ich sowieso hin, auf Schalke. Da ist es ja natürlich auch spannend, aber auf Schalke wäre es, glaube ich, verheerend zu sagen, wir wollen oben mitspielen. Letzte Saison war eine Katastrophe und man muss, glaube ich, die Fans wieder packen, wieder kriegen. Und das geht nur, indem man guten Fußball spielt, die Fans mitfiebern lässt, viele Tore schießt, nicht ängstlich spielt. Und ich hoffe, dass der Trainer das mit der Mannschaft schafft. Kann das denn Ziel sein für Schalke 04, besser als 14. zu werden? Besser als 14. ist immer besser, oder? Ja, das Ziel für Schalke ist natürlich immer oben international zu spielen. Ich glaube, der Club, die Mannschaft, die Spieler geben das her. Aber von der vorigen Saison, wenn man das so sieht, kann man nicht sagen jetzt, wir wollen international, wollen vorne angreifen. Ich glaube, das wird so viel Druck für den ganzen Verein sein. Der Trainer macht das schon gut, sagt, wir wollen einen guten Fußball spielen. Und wenn du einen guten Fußball spielst, kommen die Ergebnisse und dann kommt der Rest schon von selbst. Es wird sich noch einiges tun bis 2. September. Trotzdem jetzt schon der Meistertipp. Boah, der Meistertipp. Am liebsten Schalke. Da kann man gut drauf wetten, kann man viel verdienen, oder? Deswegen. Auf Bayern kannst du tippen und du kriegst nicht viel wieder. Deswegen, Schalke wäre schon gut. Wir werden es beobachten, danke. Bitte schön.